Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es einen kleinen Tipp, eine kleine Umstellung, die aber euer Brusttraining wirklich gut verbessern kann. Ihr werdet die Brust besser spüren, ihr werdet mehr aus den Übungen, aus den Sätzen rausholen, ihr werdet mehr Spaß dabei haben und im Endeffekt wird die Brust wahrscheinlich besser wachsen. Warum wahrscheinlich? Ich persönlich habe das irgendwann mal ausprobiert und nie wieder anders trainiert. Und damit meine ich schon wirklich recht früh. Ich habe höchstens in den letzten 20 Jahren meines Trainingslebens mal ab und zu alle 5 bis 6 Jahre mal wieder probiert, es anders zu machen, bin dann aber ganz schnell wieder darauf gestoßen, das so zu machen. Und das ist jetzt für mich das einzige Brusttraining, das ich noch mache. Mit dieser kleinen Umstellung habe ich mein Brusttraining so gestaltet, wie es sein sollte und ich würde es gar nicht mehr anders machen. In meinen Trainingsplänen seht ihr bereits, dass ich das dort angewandt habe. Jetzt sage ich es euch aber auch noch mal ganz bewusst. Wie sieht bei euch ein normales Brusttraining aus? Höchstwahrscheinlich startet ihr mit irgendeiner Bankdrückvariante und in meisten Fällen wahrscheinlich die Königsdisziplin. Das ist vor allem der Ankerpunkt, wo ihr euch steigern könnt, wo ihr merkt, wie ihr euch gesteigert habt und wo euer ganzer Stolz drin liegt, um das einmal die Woche, manche auch noch immer zweimal die Woche, aber um da eben zu gucken, wo stehe ich gerade. Die Königsdisziplin, Bankdrücken schlechthin. Manche machen das dann auch an irgendwelchen Maschinen, aber eine Drückbewegung ist vorangehend. Und ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht, das wollen wir auch weiterhin hier machen. Doch wie geht euer Plan weiter? Meistens kommt dann die zweite Drückbewegung. Ja, wir wollen Variationen reinbringen. Von Schrägbank gehen wir auf Flachbank, von Flachbank auf Negativ, von Negativ auf Schräg. Was auch immer es ist, wir haben zwei Drückbewegungen. Vielleicht habt ihr vorher eine gemacht, die bilateral war, danach macht ihr eine unilaterale, um eben die Arme unterschiedlich zu trainieren, so wie an dieser Maschine hier. Was auch immer, ihr macht die Grundübungen, wie man sie nennt, zuerst. Das bedeutet für die Brust, die Schultern sind dabei und der Trizeps. Mit allem auspowern. Und zum Schluss hinten dran als dritte Übung oder dritte und vierte Übung kommen dann nochmal Isolationsübungen. Und genau hier werden wir jetzt eingreifen. Ein normales Training wird wahrscheinlich aus 3 Übungen bestehen. Vielleicht aus 4. Wer mehr als 4 macht, sollte das mal stark überdenken. Normales Training würde aus 3x3 oder bestenfalls 3x4 Sätzen bestehen. Das heißt 3 Übungen, damit haben wir eigentlich das meiste dann auch wirklich abgegolten von der Brust und dann A3 bis 4 Sätze. Bei mir reichen 3x3, das ist absolut in Ordnung für die Brust und auf jeden Satz wird maximale Intensität rausgequetscht. Jetzt werde ich aber Folgendes machen. Wir werden jetzt die Isolationsübung vom Ende, von der dritten Übung, in die Mitte verlegen und zum Schluss definitiv wieder eine Grundübung haben. Solltet ihr 4 Übungen für die Brust haben, dann macht ihr das im Wechsel. Grundübung als allererstes immer noch, dann die Isolationsübung, dann wieder die Grundübung und dann könnt ihr gerne eine Auspump-Isolationsübung nochmal machen. Immer im Wechsel. Aber das Wichtigste ist, dass die Isolationsübung zwischen den beiden Grundübungen ist. Und das ist bei allen Variationen gleich. Selbst wenn ihr 5 oder 6 Übungen macht, egal was, jetzt kommt eine Isolationsübung als zweite Übung dran zwischen den beiden Grundübungen. Das hat folgenden Sinn. Ihr werdet nun mit der Isolationsübung die Brust richtig auspowern. Das möchten wir aber nicht ganz am Anfang machen, denn ja, wir wollen einen Kraftakt drin haben. Wir erinnern uns, es gibt die umgekehrte Pyramide und da ist schon ein Prinzip verarbeitet, nämlich Kraft always first. Ah, jetzt habe ich schon wieder auf Englisch gesagt. Die Kraft kommt immer zuerst. Für die Kraft brauchen wir Fokus, Konzentration, all unsere Muskelstränge und selbst wenn es uns kein Brennen in den Muskel beschert und nicht so viel Erschöpfung beschert, so ist es doch das Schwerste für das zentrale Nervensystem und wir müssen tatsächlich die meiste Körperarbeit reinbringen. Also macht eure Königsdisziplin voran. Macht da den Teil, wo ihr 6 Wiederholungen macht, 8 Wiederholungen macht, wo ihr volle Kraft reinsetzt, vollen Fokus, gut aufwärmen, richtig reinhauen, 3 Sätze Bank drücken, bis ihr nicht mehr könnt, 6, 8, 10 und dann kommt die Isolationsübung und die bietet einen riesigen Kontrast. Plötzlich ist die Brust allein gelassen, der Trizeps ist weg, die Schultern sind weg und es ist eigentlich nur noch die Brust. Ja, die Schulter ist ein bisschen meistens mit dabei. Das ist okay, aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Bewegung für die Brust. Und jetzt bringt ihr sie wirklich zum Brennen. Hier kommt ihr kaum mit dem Kraftakt ran. Bringt sie wirklich zum Brennen. Das heißt nicht, ihr sollt 12 Wiederholungen, 15, 20, ihr sollt viele Wiederholungen machen. Nein, macht gerne auch wieder zwischen 6 und 10 oder zwischen 6 und 12, 8 und 12, was auch immer. Aber es wird ein anderer Reiz sein. Jetzt wird die Brust richtig kaputt gemacht und hat keine Hilfe mehr.
Und dann, und das ist das Entscheidende, dann, wenn Sie wirklich nach 6 Sätzen, das heißt nach 2 Übungen, ihr habt erst die Grundübung gehabt, dann die Isolationsübung, dann wird die Brust richtig schon am Ende sein. Mit diesen beiden Übungen, sage ich den meisten immer, muss eigentlich 90% mindestens des Wachstumreizes gesetzt sein, den ihr für die Brust wollt. Alles andere ist ein bisschen Bonusprogramm, aber ja, das können wir jetzt hinterherjagen. Und jetzt kommt das Tolle. Die Brust ist fertig, die ist wirklich am Ende. Die Grundübung, die Kraftübung und die Isolationsübung haben es ihr wirklich gegeben. Jetzt kommen die Helfer plötzlich wieder dazu. Kennt ihr das in Filmen, wenn erst die Armee verschwindet, die Hälfte davon, der Feind denkt schon, jetzt werden wir die ja locker putzen. Und dann gibt es einen richtig harten Kampf und dann kommen die Leute auf einmal wieder dazu. Genau so müsst ihr euch diesen Moment vorstellen. Schulter kommt als Verstärkung wieder rein, Trizeps. Die beiden sind noch nicht so K.O., die hatten nicht 2 Übungen hintereinander. Nein, die haben sich jetzt ein bisschen ausruhen können und jetzt, in der allerletzten Übung, die 3. Übung sollte die letzte sein, kommen Sie noch mal mit dazu und helfen der Brust ein wenig mit noch mehr rauszuquetschen und wieder etwas mehr Gewicht nutzen zu können. Hammer! Und tatsächlich, dieses Prinzip funktioniert bestens. Außerdem werdet ihr oft in der nächsten Grundübung, in dieser 2. Grundübung, ein viel besseres Muskelgefühl haben, weil ihr die Brust besser ansteuern könnt. Jetzt könnte man sich denken, warum mache ich die dann nicht ganz am Anfang? Dann kann ich sie ja noch besser ansteuern. Aber dafür ist das Aufwärmtraining da. Jetzt kann es sein, dass ihr eben in der letzten Grundübung nochmal einen kleinen Kicker bekommt durch diese Isolationsübung. Probiert es einfach mal aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch damit echt Spaß und Erfolg haben werden. Und diese kleine Veränderung sorgt dafür, dass ihr vielleicht einen echten Kicker für die Brust bekommt. Und dann zum Schluss heißt es eben nochmal alles geben. Mein Tipp wäre auch hier, ganz am Anfang für die Brust im Kraftbereich bleiben. Kraftbereich meine ich allerdings den Bodybuilding-Kraftbereich. 6, 8, 10 Wiederholungen. Danach gerne um 2 Wiederholungen hochgehen bei der Isolationsübung. 8, 10, 12. Ganz Gewagte würden sogar vielleicht nochmal 2 drauflegen. Aber ja, ein bisschen höher. Und dann wieder runtergehen. Wieder 6, 8, 10. Wieder auf 6 Wiederholungen runter bei der 3. Übung, bei der Grundübung. Damit solltet ihr eine massive Brust aufbauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrung, wenn ihr das macht. Oder macht ihr es vielleicht schon und habt die gleiche Erfahrung gemacht, dass das eine echt tolle Aufteilung ist und mal was anderes als das Gängige. Wer jetzt mal wissen möchte, wie eine wahrhaftige Brustisolationsübung gut funktioniert und was man dabei beachten muss, der schaut einfach sich dieses Video direkt an. Direkt weiterklicken und sich das Ganze angucken, dann könnt ihr auch bei der Isolationsübung nichts falsch machen. Ansonsten definitiv den Kanal abonnieren. Nicht nur, dass ihr kein Video mehr verpasst, nein, ihr kommt auch immer wieder zurück und könnt stöbern, denn hier gibt es noch eine ganze Menge andere Videos mit tollen Tipps wie diesen. Ansonsten freue ich mich auf ein Like, auf eure Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Bis bald, euer Gotti.